Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Papierverrückte. Ich bin sie, Christina, und schaut mal, das hier, das habe ich vor ein paar Wochen mit euch gebastelt. Und es lag jetzt hier ziemlich lange rum. Und ja, jetzt möchte ich das einfach in Angriff nehmen und diesem wunderschönen Album auch Leben einhauchen. Das machen wir gemeinsam, indem wir das Cover hier gestalten. Was ich dafür verwenden werde, ich habe ja hier das Papier von Café Constanze benutzt. Das werde ich auch innen verwenden und ich werde dieses Stempelset hier verwenden, nämlich den Winterzauber. Wenn ihr das Stempelset noch nicht habt, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Ihr seht, ich habe das wirklich exzessiv schon teilweise verwendet und es ist halt wirklich ganz arg toll, weil ihr das nicht nur für Weihnachten nehmen könnt, sondern auch noch nach Weihnachten. Denkt ihr euch bestimmt, hä, wieso denn? Das ist doch ein Winterzauber, also ein weihnachtliches Winterset. Nein, ihr könnt die Häuser zum Beispiel verwenden, wenn jemand umgezogen ist oder in eure Nachbarschaft gezogen ist. Ihr könntet so Sachen wie Klitzekleinigkeit oder kleine Nascherei, könntet ihr eben auch außerhalb von Weihnachten für kleine Gastgeschenke verwenden. Ihr habt auch hier oben diesen Spruch, spät, aber mit Liebe. Auch das ist wunderbar, wenn man mal einen Geburtstag vergessen hat und da nochmal hinterher kriechen muss. Ihr habt Willkommen, ja, zum Beispiel, wenn ein Baby geboren wurde oder eben, wenn ein Nachbar einzieht oder so. Und diese Motive sind eben auch ganz, ganz tolle Babymotive. Also das ist wirklich nicht nur für Weihnachten. Das schon mal vorneweg. Ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen mehr Scrapbooking machen und das hier ist quasi jetzt mal so ein seichter Anfang. Das mache ich aber dann privat vollends weiter, aber ich werde dann wahrscheinlich im neuen Jahr mit euch auch hin und wieder ein Layout basteln. Das war von dem einen oder anderen auch von euch ein Wunsch und ich habe es jetzt wirklich sträflich vernachlässigt, aber das möchte ich auf jeden Fall wieder aufgreifen. Nichtsdestotrotz kann ich euch dieses Stempelset wirklich nochmal ans Herz legen. Das ist, ja, wie gesagt, auch jetzt noch ganz aktuell, weil ihr hier jetzt zum Beispiel den Neujahrsgruß noch mit dabei habt. Und das ist so ein großes Stempelset und einfach nur zuckersüß. Also, wer es nicht hat, schafft es euch noch an. Weihnachten steht zwar, ist zwar quasi schon durch, aber steht trotzdem noch an. Und hier könnt ihr einfach nochmal tolle Erinnerungen festhalten und damit verschönern. Ich setze euch den Link zum Shop auf jeden Fall unten in die Infobox und dann könnt ihr da draufklicken und kommt gleich direkt in den Shop. Dann würde ich sagen, dann starten wir doch jetzt einfach mal mit dem Cover und tauchen diesen noch sehr schlichten Album Leben ein. Los geht's nach dem Intro. Die Seite gelegt. Ich habe jetzt irgendwie total verpennt gehabt, dass ich das falsch rum liegen habe lassen und habe mir jetzt einfach erstmal ein Stückchen Farbkarton in dem Farbton Granit genommen und habe mir mit meiner Buchstabenstanze einmal das Wörtchen Winter ausgestanzt. Da nehmt ihr einfach das Alphabet, was ihr habt zu Hause und das habe ich mir jetzt einfach auf diesen Streifen aufgeklebt. Maße kann ich euch dazu nicht sagen, weil ihr ja höchstwahrscheinlich auch ganz andere Alphabete in Benutzung habt und dementsprechend da euer eigenes Material habt, dann müsst ihr es einfach anpassen. Aber das ist ja jetzt echt auch nicht die Welt. Ich beschwere mir das hin und wieder dann auch nochmal mit meinem Acrylblock, damit das auch richtig gut hält, weil das immer mal wieder so ein bisschen hochpoppt. Und ja, während das dann einfach trocknet, kann ich jetzt hier schon mal meine Materialien hinlegen. Und zwar habe ich mir jetzt einmal diese zwei Bambis hier hingerichtet, dann zweimal den Zweig, dann habe ich noch aus einer Actionstanze und Vellum einmal hier so zwei Zweige ausgestanzt, Pilze und dann noch so diesen kleinen Zweig mit Bärchen dran, dann noch ein bisschen Chiffonband und ein bisschen Goldgarn und dann habe ich mir mit Siegelwachs und einem von diesen Pilzen einmal noch ein Wachssiegel erstellt. Das werde ich dann höchstwahrscheinlich dann alles noch verwenden. Jetzt geht es aber erst mal darum, das Chiffonband, da habe ich mir ein Stückchen abgeschnitten, hinter meinen Schriftzug zu kleben. Das mache ich mit Foamtape dann
hält das auch richtig, richtig gut. So ist es einfach so ein bisschen schön hinterlegt. Und da ich jetzt noch nicht weiß, wohin die Reise geht, mache ich mir das Ganze jetzt erst einmal nur mit Glue Dots fest. Denn die Glue Dots, die kleben ja nicht so fest. Die kann ich notfalls auch wieder abpopeln. Aber der Vorteil ist jetzt einfach, es hält. Ich kann alles erstmal schön so hinlegen, wie ich es haben möchte. Wenn irgendwas aber nicht passt, kann ich es mir wieder ablösen. Wenn ich es mir nur hinlege, dann rutscht das eben einmal quer immer wieder über das Cover drüber. Das liegt daran, dass es halt einfach ein Ordner ist und eine Schräge da ist. Und deshalb mache ich mir das jetzt erstmal provisorisch einfach alles, was ich jetzt hier so drauf mache, einmal mit Glue Dots fest. Nachher kann ich dann das mit Flüssigkleber oder Foam Pads dann tatsächlich richtig festmachen. Aber wenn ich das jetzt nachher irgendwie mich doch verklebe und merke, das sieht doch nicht so schön aus, dann habe ich unter Umständen dann eben mein Papier verletzt und das passiert mit den Glue Dots jetzt hier zumindest mal nicht. So, also die Rehkitze, die habe ich jetzt einmal hier schon so nach vorne drapiert. Die stehen so ein bisschen auf meinem Schriftzug. Und damit die jetzt nicht so im Leeren stehen, soll da natürlich noch so ein bisschen Grünzeug hin. Und der Pilz, der darf auf keinen Fall fehlen. Das ist ja für mich das Highlight des Stempelsets neben diesen wunderschönen Rehen. Aber der Pilz, der hat es mir einfach so dermaßen angetan. Ich liebe ihn über alles. So, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen dieses Grünzeug mit Beere dran. Jetzt spiele ich hier noch so ein bisschen rum, weil ich ja schon ein paar Farbtupfer haben möchte und jetzt habe ich dann doch noch festgestellt, ich brauche dann da auch noch mal irgendwie so ein bisschen Rot. So, und dann habe ich jetzt mir noch so ein bisschen Goldgarn genommen. Das möchte ich noch einmal in den Hintergrund klemmen. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich das eben einfach schön drapieren, ohne dass da jetzt noch irgendwie was kaputt geht oder schon fest ist, sondern ich kann hier jetzt wirklich noch spielen und habe es dann aber trotzdem schon ein bisschen fix. Auch das werde ich mir jetzt einmal mit meinem Glue Dot einmal auftragen. Und ihr seht, das geht eigentlich dann doch relativ schnell und ich bespreche es zwar jetzt im Nachhinein, aber ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt habe ich mir das alles einmal fest mit Kleber noch fixiert gehabt. Das mache ich jetzt, habe ich jetzt ohne euch gemacht, ohne Kamera. Das ist ja auch klar. Man hebt die also einfach die einzelnen Module noch mal ein bisschen hoch und klebt das dann fest. Jetzt habe ich mir noch diese Sternchen hier aus dem Shaker-Mix rausgenommen. Ihr könntet aber auch Schneeflocken nehmen. Und dann klebe ich mir das einfach noch so ein bisschen fest. Und schwuppdiwupp ist das Cover eigentlich auch schon fertig. Es ist toll, ich liebe es über alles und macht Spaß. So ihr Lieben, das Cover ist gestaltet. Ich finde, jetzt hat das Album auch so eine Persönlichkeit. Klingt vielleicht jetzt komisch, aber ist so. Für mich ist das jetzt einfach lebendig geworden und ich finde es traumhaft schön. Und ich lasse euch jetzt auch nicht länger warten, sondern ich schlage das Ganze jetzt auch einmal auf. Ich habe das ohne euch gebastelt, ohne Kamera. Das tat so gut, einfach ohne Zeitdruck. Einfach mal vor mich hin basteln und dann erkläre ich euch so ein bisschen was. Und ihr dürft es euch gemütlich machen und jetzt einfach mal zuschauen und euch Inspirationen holen. So, also dann schlage ich mal auf und hier begegnet uns auch schon die erste Seite. Ich habe hier immer so Lochverstärkungen gemacht mit dieser Stanze hier von Craftelier. Die finde ich ganz arg toll. Ihr könnt aber auch einfach einen Kreis nehmen und da dann nochmal ein Loch in der Mitte ausstanzen. Das ganze Album habe ich jetzt mit den Wintermäusen und mit dem Winterzauber ausdekoriert und habe hauptsächlich jetzt einfach die Stempel verwendet und habe das selber koloriert. Das braucht ewig. Und ich habe über Wochen gearbeitet, aber es hat einfach so gut getan und es hat so Spaß gemacht. Und das hier ist jetzt eben eine ganz, ganz schlichte Seite, aber ich finde, zur Begrüßung ist das einfach schon, es reicht schon. Mehr braucht es einfach nicht. So, dann blättern wir mal weiter. Und hier habe ich jetzt mein Ziegelwachs verwendet und habe da einfach einen von den Pilzen damit
eingewachst in mein Siegel. Habe das Ganze hier noch hinterlegt, ein bisschen Goldfaden und mehr braucht es auch nicht. Und ich habe jetzt viele weiße Flächen, weil das soll ja auch noch gestaltet werden. Und wenn ich jetzt schon alles ausdekoriere, dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich jetzt das Foto hinmachen soll oder wo ich jetzt noch was hinschreiben soll. Deshalb mache ich das dann lieber am Ende nochmal ein bisschen. Jetzt habe ich so ein bisschen angelegt und angedacht und den Rest verziere ich dann, wenn ich dann die Seiten bearbeite. So, und jetzt spiegelt sich eben das hier wieder, selbes Papier, selbes Motiv. Und dann habe ich auch ganz viele Seiten, die einfach weiß sind. Ne? Hier habe ich jetzt das Rehkitz und hier diese schöne Schleife aus Chiffonband. Diesen Streifen hier habe ich gestempelt. Das hier ist Papier von Café Constanze, aber ihr könnt euch auch ganz einfach Designpapier selber machen. Vor allem, wenn so kleine Streifen hier sind, passt das natürlich wunderbar. Hier noch so ein bisschen kleine, feine Details in den Hintergrund und fertig ist eigentlich auch schon die Seite. Das hier ist jetzt eine Seite, die ist ganz, ganz ruhig, aber das ist so eine halbe Seite. Aber dadurch, dass ich jetzt hier schon im Hintergrund das Papier hier habe, gibt das so ein schon mal nettes Bild. Hier habe ich einfach nochmal die Blümchen hier in die Ecken reingeklebt. Und dann ist die Seite eigentlich auch schon fertig. Und hier ist jetzt mal verhältnismäßig viel los. Ich habe hier jetzt wie so eine Art Medaille gestaltet hier und habe hier das Ganze nochmal einmal mit dem Rehkitz hier einmal gekrönt, sage ich jetzt mal. Dann habe ich hier mal noch so ein Vellum eingefügt und habe mir da eben unterschiedliche Stempelsets genommen. Ach übrigens, das hier ist nicht von dem weder Winterzauber noch Wintermäuse. Das ist vom Herbstleuchten. Und ihr seht, das passt von der Schriftart und von der Schriftgröße passt das wunderbar zusammen. Also ich habe da jetzt ausnahmsweise hier das noch mit dazu genommen. Aber das seht ihr mal, wie das auch vom Konzept her einfach super toll angelegt ist und hier einfach mitgedacht wurde, sodass ihr jetzt hier Weihnachtsglücksmoment machen könnt. Also mega, oder? Also einfach zwei Dinge, zwei Stempelsets, zwei ganz unterschiedliche Themenbereiche auch zusammen geschustert und es sieht aus, als wäre das schon immer so gewesen und müsste so sein. Und da auch nur den Spruch und das war's, weil das Hintergrundpapier ist genug. So, und dann habe ich eben hier was und da kann ich jetzt hier noch irgendwas hin machen, wenn ich möchte, ein Foto oder hier einfach nur was, damit der Schriftzug natürlich noch erhalten bleibt. Mal schauen. Dann auch diese Seite ist sehr, sehr ruhig. Hier habe ich nur das Rehkitz auch nochmal hier diese Blümchen aufgegriffen. Hier könnte man jetzt ein Foto zum Beispiel hinkleben. Und hier habe ich eben auch das Papier nochmal so ein bisschen aufgegriffen, sodass das alles wie aus einem Guss wirkt. Dann habe ich jetzt hier eher so eine interaktive Seite. Hier kann man sich eben diese Kärtchen einmal rausnehmen, wenn man mag. Die habe ich jetzt in zwei unterschiedlichen Größen gestaltet. Und die kann man jetzt hier in diese Lasche einmal einfügen. Und da kann man eben Fotos draufkleben oder Rezepte draufschreiben oder was auch immer man eben machen möchte. Das habe ich hier noch am Rand ein bisschen verziert. Und dann habe ich auch hier wieder mein Rehkitz eher in den kühleren Farben. Hier haben wir ja eher rot dominiert. Jetzt wieder ein bisschen kühler mit blau. Aber durch den Pilz haben wir das wieder farblich so ein bisschen aufgegriffen. Chiffonband in den Hintergrund und fertig ist die Seite. Hier habe ich jetzt diesen einen Streifen hier quasi wieder aufgenommen in der ungefähr gleichen Größe und Breite und habe hier einfach nur noch Pilze hingeklebt und dann kann ich hier in die Mitte noch irgendwas einfügen, wenn ich mag, oder hier oben und hier unten, je nachdem. Dann Rückseite ist wieder weiß, dann habe ich hier mir wieder so ein Vellum eingefügt, einfach nur mit diesem Tannenbäumchen. So als nette Sache zwischendurch. Und dann habe ich hier einmal eine Tasche gemacht. Hier kann ich jetzt eben zum Beispiel ein Kärtchen noch reinstecken oder ein Foto. Was auch immer ich hier sammeln möchte, kann ich das hier reintun. Und habe hier jetzt einmal eben mir hier noch so einen Hintergrund im Kranz gestaltet. Habe hier auch wieder mein Chiffonband genommen, aber auch noch ein bisschen von dem Goldgarn und ich finde es zauberhaft schön. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Seite. Hier habe ich einfach nochmal das Rehkitz hier auf ein bisschen grün gebettet. Und das Tolle ist jetzt eben, dass ich an diesem Ringbuch
immer wieder Seiten hinzufügen kann, egal was ich möchte, kann ich jetzt noch nachträglich zufügen. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Album gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video, eure Christina.